In Remscheid findet Anfang Juni zum dritten Mal eine internationale Konferenz der Vereinten Nationen statt. An die 250 Teilnehmer kommen dann aus der ganzen Welt ins Bergische. Angestoßen von der Remscheider Denkfabrik FCA hat sich diese internationale Klimaveranstaltung inzwischen etabliert. Und die wird auch von Experten dafür genutzt, den großen Weltklimakongress in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzubereiten. Heute haben die Organisatoren vorgestellt, um was es eigentlich geht. Für Marlène Simion ist es erst der vierte Arbeitstag bei der Remscheider Denkfabrik FCA. Sie hat jahrelang in Brüssel gearbeitet. Jetzt kümmert sie sich mit den anderen im Team um die zweite Auflage der UN-Konferenz in Remscheid. Bei der, das ist ihnen wichtig, sollen die Teilnehmer nicht über Probleme reden, sondern an Lösungen arbeiten. Es gibt eine Menge Veranstaltungen zum Klimawandel, aber wir fokussieren uns darauf, wie Industrien ihre Emissionen reduzieren können, also wie sie weniger CO2 und Treibhausgase ausstoßen. Wie im vergangenen Jahr schon kommen Teilnehmer aus mehr als 25 Ländern nach Remscheid. Zwei Tage lang diskutieren sie zum Beispiel darüber, wie Fliegen klimafreundlicher wird oder wie sich Energie länger speichern lässt. Vertreter der Vereinten Nationen haben heute nochmals betont, der Klimakongress in Remscheid ist von großer internationaler Bedeutung. Die Konferenz ist eine Plattform, die verschiedene Experten und Bereiche zusammenbringt, die alle Teil des Prozesses dieser Reise sind. Da wird zum Beispiel über so wichtige Themen diskutiert, wie sich saubere Energie produzieren lässt. Die Ergebnisse werden anschließend weiter diskutiert auf der Weltklimakonferenz in Dubai Ende des Jahres. Remscheids Oberbürgermeister hofft, dass die internationale UN-Konferenz auch ganz lokal etwas bringt. Denn Remscheid soll die klimafreundlichste Industriestadt des Landes werden. Die Strahlkraft einer solchen Tagung in die ganze Welt, wo Remscheid auch immer als Label läuft, ist mit Sicherheit auch ein wichtiges Zeichen dafür, dass wir die Herausforderungen des Klimawandels auch sehr ernst nehmen. Für Marlène Simion gibt es noch einiges zu tun, bis Anfang Juni die internationalen Gäste kommen.